Grüß euch und ich wünsche euch jetzt schon viel Spaß beim nächsten Video. Hallo und willkommen zurück. Und zwar, diesmal hat mir ein Bekannter was zu Herzen gelegt, was ich einmal probieren sollte. Ich habe mir gedacht, ja, machen wir. Und ich habe diesmal in dem Repertoire einen mobilen, ich sage mal, einen kleinen Beamer. Und zwar ist der Beamer von der Firma Vividec und heißt Qumi HD Pocket Projector. Und heißt Qumi HD Pocket Projector. Ich will das jetzt damit euch schnell auspacken. Ich habe es soweit schon geöffnet, aber noch nicht weiter. Also ich muss jetzt nicht extra aufschneiden. Also. Und wie ich den jetzt da so kurz einmal präsentieren. Und am meisten interessiert mich eigentlich, wie schaut das mit dem Bild aus. Er ist nämlich kein Full HD Beamer, sondern er ist eigentlich nur HD Ready Beamer. Er hat eine Auflösung von 1280x800 bei einem Kontrast von 30.000 zu 1. Der Kontrast von 30.000 zu 1 schaut, oder hurret sich meiner Meinung nach relativ gut an für mich. Schauen wir uns das nachher einmal an. Was soll ich noch jetzt sagen zu den technischen Daten, bevor ich überhaupt auspacke? 800 Einzelnummern sind angegeben und ja, ich habe schon immer gehabt mit 800 Einzelnummern. Das glaubt man nicht, das war nicht so schlecht, aber wie gesagt, das waren bei weitem teurere Beamer. Aber schauen wir mal, was das Ding kann. Also, da haben wir schon mal ein riesiges Ding, muss ich sagen. So groß wie meine Handflächen. Ich packe den jetzt da mal gleich aus. Ja. Oberseite relativ. Ja, ich sage mal wertig, aber Hochglanz. Das Einzige, was halt der Schatz ist bei den Hochglanz, zeige ich euch. Na, ist jetzt gar nicht so reich, aber wenn man draufgreift, hat man überall natürlich die Fingerabdrücke drauf. Auf der Unterseite. Ah, zeige ich euch mal von unten. Ich hoffe, das kann man jetzt alles sehen. Witzig finde ich da ist, dass er da so ein Viertel Zoll Verschraubung hat. Fürs Stativ, ich werde ihn auch nachher auf Stativ montieren und probieren. Er hat auf der Seite ein Fokusrad, oder? Ich halte es euch einmal so hin. Okay, das wird noch brauchen. Ja. Auf der Oberseite hat er Enter- und Navigationstasten, Einschalttasten, Backtasten, ich schätze mal, Menütaste. Zeige ich das auch noch wahrscheinlich, oder? Machen wir nur echt ein kurzes Review, einen kurzen Check von den. Und auf der Hinterseite natürlich das Wichtigste, was kann ich da alles anschließen? Und ich muss jetzt selber kurz schauen. Er hat einen eigenen AUX Audio Out, sag jetzt einmal. Er hat einen USB-Anschluss. Er hat einen HDMI. Er hat zwei HDMI-In, so wie es ausschaut. Ja, Infrarot-Schnittstelle hat er da und natürlich er ist sicher gerade DLB 3D ready. Schauen wir mal. Was ist zum Gerät jetzt an sich noch zum sagen? Das Gerät hat einen internen 2,5 GB großen Speicher. Aber ich rede jetzt schon viel zu schon über den Beamer. Schauen wir mal schnell, was in der Schachtel drinnen ist. Das interessiert mich eigentlich. Wie? Schon. Okay, Karton. Ja. So zum Entstören für Stromkabel. Stromkabel. Netzteil. So, jetzt da. Wir haben auch ein normales HDMI-Kabel dabei. Und so wie es ausschaut.
am Mikro HDMI auf HDMI. Das ist gar nicht so schlecht, weil im Endeffekt könnt ihr jetzt so die Kamera geil an den Beamer schließen. Was haben wir noch dabei? So. Typisch Fuzzi kleine Fernbedienung. Anleitung. Quick Start Guide. Hoffentlich werden wir nicht brauchen für einen Beamer jetzt da. Dann haben wir nochmal. Leute, Blödsinn gerade. Garantiebescheid und ein Quick Start Guide war das. Da haben wir nochmal jetzt da die Anleitung in CD-Form. Und eine Tasche, wo wir im Beamer wahrscheinlich und Plätze und das Ganze eingetragen haben. Sogar mit Unterteilung. Ich schaue, wie das ist. Da haben wir eine kleine Unterteilung unterhalb. Finde ich nicht so blöd. Muss ich sagen. Nur beim Taschel haben sie irgendwas vergessen und ich sage immer, ich mag nicht das Taschel immer so nehmen halten. Oder das dann so in einen Rucksack reinhauen und schon, okay, dann ist es geschützt. Cool wäre es gewesen, wenn Schlaufen dann dran gewesen wären zum Umhängen oder so irgendwas. Soweit, so gut. Das war's. Schachtel ist leer. Auf der Schachtel sieht man jetzt dann auch, das muss ich jetzt sagen, in Gumi Q6, wenn wir genau wissen, was für einer das ist, wenn ich jetzt kein Blödsinn sage, nein, passt der, Gumi Q6 in Schwarz kriegt man noch in diversen anderen Formen. Die diversen anderen Formen sind schwarz, habe ich da jetzt da. Dann kriegt man in, warte mal, ich kann mir nicht heuer drüber schauen. Man kriegt ihn in Gold, man kriegt ihn in Orange, man kriegt ihn in Rot, man kriegt ihn in Weiß. Das da hinten wird Anthrazit sein und das wird hellblau sein. Also recht poppig da, würde ich mal sagen, das Ganze. Nein. Wir haben jetzt das Gerät da, oder? Man sieht, es ist ein Beamer mit einem Netzteil, Fernbedienung, HDMI-Kabel. Ich darf jetzt einfach sagen, ich nehme das jetzt da gleich, baue den auf ein Stativ auf, suche mir jetzt da, da ich jetzt keine Leinwand da habe, suche ich mir einfach eine große weiße Wand, wo ich nochmal drauf projizieren kann. Und ich möchte das gerne testen, einmal so wie jetzt da, wenn wir ein relativ scheines Licht haben, es ist heute nicht so schief draußen. Und ich werde es nochmal probieren heute, wenn es ein bisschen finsterer ist. Und dann schauen wir uns das an, was wir wirklich alles machen können. Ich probiere es jetzt da mit dem hellen Zustand. Zum Nachschauen, was man alles einstellen kann, dass man vielleicht jetzt auch viel sieht, geschweige, ich will ihn einfach mit meinem Handy verbinden und dann schauen wir mal, was wir über das Handy da machen können. Und ja, alles Weitere muss ich jetzt noch schauen. Das war's einmal für den Anfang. Schauen wir mal. Nur nochmal jetzt da zum Zeigen, wie ich das jetzt da aufgebaut habe, da bei mir. Nehme mein ganzes Stativ, also nicht wundern, wenn die Kamera jetzt ein bisschen wackelt. Klar, da vorne habe ich meine weiße Wand, da habe ich ein Gwummi, auf ein ganz normales Stativ gebaut, das HDMI-Kabel, was ich vorher geholt habe, Stromkabel, was ich angesteckt habe, und das war's. Ich stelle mir jetzt, nichts denken, ich stehe jetzt einmal hinter der Kamera da und hinter dem Beamer und ich will ihn jetzt da zusammen mit euch einmal einschalten. So, leuchten tut einmal was von mir. Hören tut mir auch was. Und der Pütte ist auch schon da. Connect to PC, Kumicast, Media. Okay, ich muss jetzt einmal selber sagen, es ist relativ hell bei mir da jetzt erinnern, wie überrascht eigentlich
die Farbe wirklich, dass sie so kräftig ist. Auch obwohl es so hell ist. Okay, bei hellen Sachen ist es besser. Interessant ist, wenn irgendwas Dunkles ist, wie gut man das dann noch sieht. Wir haben da jetzt vom Beamer zur Wand einen Abstand von 2,60 m, also 260 cm Abstand. Und ich habe es vorher angemessen. Nichts, ich misse es noch mal mit euch an. Ich habe nämlich einen Rollmeter reingesteckt. Oder das Maßband noch eingesteckt. Nein, wir haben da auf 2,60 m. Warte, ich muss da wieder weg, sonst erwische ich die Kante nicht. Eine Bütt-Diagonale von 195 cm. Mit dem lässt sich schon was anfangen, finde ich halt. Ich habe jetzt da vorbereitet, dass ich mein Handy jetzt da direkt da anstecke und ich will schnell einen Film auf Netflix starten, zum Schauen, wie das jetzt da ausschaut, wenn ich einen Film jetzt da drauf laufen muss. Der Ton selber kommt über die integrierten Lautsprecher. Die sind jetzt da natürlich nicht so die Welt, aber für das hat man einen eigenen AUX-Anschluss, wo man externe Lautsprecher noch dazu hängen könnte. Also das finde ich jetzt da nicht so tragisch. Also, ich hole mir mein Handy. Ich habe jetzt mein Handy angesteckt. Ich starte jetzt da einen Film. Jetzt direkt das so gesehen über mein Handy, das heißt, man kann das Handy direkt zuschließen. Ich muss halt noch schauen, wie das anläuft, wenn ich das über WLAN oder irgendwas machen will. Ihr dürft euch nichts denken, den Strafen, was da drinnen seht. Das ist jetzt da nicht, weil der Beamer mal da reinmacht, sondern der Strafen ist eigentlich nur da, weil die untere Seite, der untere Teil meiner Wand beschichtet ist. Das heißt, aufgrund eines Kindes kann ja sein, weiße Wand wird schnell dreckig, da habe ich die Möglichkeit, dass ich es anwischen kann, feucht. Auf der oberen Bereich natürlich nicht. Aber weil das anders beschichtet ist als wieder ein Raum, sieht man jetzt den Streifen dadurch, also nichts denken. Da haben wir eine relativ dunkle Szene. Man sieht da vom Format her, dass wir jetzt auch mit unten Wolken haben. Wir können jetzt reingehen ins Menü. Dann, ich bin da vorher schon mal auf Lautstärke gewesen, dann kann man mal lauter drehen, weil das ist mir ehrlich gesagt das Leide. Wir haben die Möglichkeit, dass wir die Quellen aussuchen, also wenn wir HDMI 1 oder 2 fahren. Über Projektion kann man das Bild spiegeln und drehen. Jetzt bin ich wieder raus. Trapezkorrektur ist auch klar. Falls man ein bisschen schief steht, kann man das nachjustieren. Digitalzoom, den können wir mal jetzt da probieren. Okay, was sage ich jetzt da? So, auf Null stehen wir dann wieder. Das finde ich in der Hinsicht jetzt nicht brauchbar. Da merkt man, durch das, dass es so hell ist, jetzt da merkt man es jetzt schon. Und so dunkle Bütter sind, dass es schwer wird. Ich stelle drauf für ihn. So eine hellere Szene. Schon da jetzt noch mal eine beim Kontrast. Das, was mir nämlich nicht gefällt, ist das, dass man oben und unten den Bräuchten sieht. Man hat da jetzt den Anzeigenmodus. Das ist da hier.
Okay, der ist jetzt eigentlich nicht so. Da sage ich jetzt, gehen wir mal Film, das haben wir jetzt immer sonst darüber haben, nehmen wir Film die Option. Bei Benutzer hat man den Vorteil, dass man alles individuell einstellen kann. Dann gehen wir mal da oben. Anzeigenmodus haben wir. Helligkeit könnte man noch erweitern. Kontrast könnte man erweitern. Oh, ich würde den. Er hat ja Funktionen, dass er sich abschüttet, wenn kein Signal mehr da ist. Ich stoppe mal zu 5. Allen ist es für so ein kleines Gerät immer nicht einmal so schlecht, was er hat. Wie gesagt, da ist jetzt der Vorteil, der Nachteil, mir taugt das nicht. Wir haben da jetzt die Balken, was man umsieht, aufgrund von der Helligkeit, die was eingestellt ist. Es blüht, wenn ich jetzt so nah bin, ich stehe jetzt, ich sage jetzt mal 50 cm von der Wand entfernt, ist aushellig, man fängt aber an, dass man diese Strukturen sieht. Es sei noch einmal dazu gesagt, ich projiziere da jetzt auf eine normale weiße Wand. Und es schaut nicht schlecht aus für eine normale weiße Wand. Es ist ja ein Unterschied, wenn ich jetzt eine richtige Leinwand vor mir habe und auf die projiziere. Man glaubt gar nicht, was man aus einer richtigen Leinwand alles aussuchen kann. Also, das sollte man nicht unterschätzen. Aber ich sage mal für das, dass es nur 800 Ansiedlungen sind und eigentlich nur ein HD-Ready-Beamer und der eine Größe ist als wie meine Hand und der ist nicht groß, finde ich das eigentlich nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich sage jetzt einmal, ich lasse das jetzt einmal so stehen, wir warten bis es ein bisschen finsterer ist und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an, wenn es wirklich finster ist. Und dann, man schaut viel mehr auf Nacht und nicht am Tag. Und dann sieht man eigentlich wirklich, wie gut das Bild dann ausschaut. So, weit lassen wir das jetzt einmal und wir sehen uns später. Wir haben es so geschafft, Es ist jetzt ein bisschen finsterer, also geht einmal. Wir haben jetzt so 5 oder 6 am Abend, ein Viertel 6 am Abend, sehe ich gerade. Schauen wir uns das Ganze jetzt an, wie die Qualität ist von dem Q-Me Beamer. Jetzt gehen wir noch ein Stück weiter zurück und machen das Bild noch größer. Schauen wir, wie groß das mit hinkriegt. Vielleicht mit der Kamera zurück. Einen kleinen Eindruck verschaffen können vom Q-Me Pocket Beamer. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat er überrascht. Ich finde, das mit den 800 Ansiedlungen war jetzt da ausreichend. Sag ich mal, Stärke ist immer besser, ist klar. Aber ich muss sagen, für das kleine Design, er ist relativ hochwertig verarbeitet, darf man sich nicht beschweren. Muss auch sagen. Für den einen oder für den anderen wird es jetzt für den einen so oder für den anderen so wird es jetzt so sein. Der Preis liegt bei 550 bis 650 Euro. Ist jetzt ich sage ein mittleres Preissegment, ist jetzt nicht so ein Billigbeamer aus China, der was so groß ist und so eine Linse vorne hat. Aber wenn man sich den kauft, dann legt man keinen Wert auf einigermaßen gute Bildqualität. Meiner Meinung nach. Oder ich habe noch keinen gesehen, der was das so umgebracht hätte, wo das passt hätte. Aber da es um einen Q-Me geht, ich muss sagen, das ist der Q6, es gab dann einen Q8, der wäre dann schon Full HD fähig und hätte eine Leistung von 1000 Ansiedlungen. Und es gibt noch einen Q3,
Und Q3 kann ich jetzt eigentlich nicht wirklich was sagen, da habe ich nicht geschaut, bin ich ganz ehrlich. Es gibt dann mitten Xiaomi gibt es eine eigene, von Vividec eigene App, mit der man dann Daten übers Handy, übers WLAN mit dem Beamer projizieren kann. Habe ich jetzt da nicht getestet, weil mich hat mehr interessiert, wie schaut die Bildqualität aus von den Dingen. Ich möchte mir aber da jetzt ein paar die Ausschnitte, was gesehen habt, kurz entschuldigen, die Pixel, das Verpixelte oder wenn irgendein kleiner Bildfehler war, das war jetzt da nicht vom Gerät, sondern das war jetzt da vom Kabel zu meinem Handy. Da habe ich ein bisschen Probleme gehabt. Sorry. Also hat nichts mit dem Gerät zum tun. Wie gesagt, ich bin vom Gerät echt positiv überrascht. Ich darf nicht vergessen, einen negativen Aspekt muss ich auch sagen, das ist das Hochglanzpolierte. Das ist jetzt schon so nervig. Jetzt habe ich noch ein paar mehr in der Hand gehabt und mir geht das am Tage, wenn ich überall meine Fingertops um sich. Aber das war jetzt das Negative. Noch was Positives ist das, dass ich die Stativverschraubung da unten habe. Hätte die den nämlich nicht gehabt, hätte die das nicht so aufbauen können mit einem Stativ und hinterher die Kamera und auf eine weiße Wand projiziert. Wobei man sagen muss, ich habe auf eine normale, stinknormale weiße Wand projiziert und auf keine Leinwand. Eine Leinwand schafft aus dem noch ein bisschen mehr rauszuholen und ich muss sagen, er hat sich echt gut geschlagen für das. Kommen wir jetzt zum Schluss. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.